Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Heute mal ganz spät, Seelenfreude-Challenge, Tag 6, Samstagabend. Ich muss mich hier mal noch ein bisschen orientieren mit einem Internet, mit einer stabilen Internetverbindung, dass das hier auch funktioniert. Also im Saarland, Internetverbindung ist nicht gerade die stärkste, deshalb konnte ich es auch nicht von unterwegs machen. Hallo, liebe Julia. Ja, wir haben heute Geburtstag gefeiert. Unsere Tochter ist 19 geworden. Wir waren auch lecker essen. Und normalerweise kann man ja dann so mal von unterwegs aus im Auto noch live gehen, aber im Saarland keine Chance. Da hast du keine Internetverbindung oder nur mal ganz kurz und das war's dann. Deshalb musste ich warten. Ja, bis wir denn hier nochmal zu Hause sind und dann war die Internetverbindung auch nicht stabil. Jetzt habe ich mir noch ein anderes Netz gesucht, um mich einzuloggen. Okay, schön, dass du dabei bist. Seelenfreude-Challenge. Also, was habe ich mir für heute überlegt? Ich wollte mit dir mal gerne über dein Selbstbild sprechen. Und zwar mit unseren Gedanken und mit dem, was wir aussenden, erschaffen wir uns ja unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Und was dem eigentlich entspringt, das ist ja ein gewisses Selbstbild, also ein Bild von uns selbst, das wir haben. Dass wir uns ja antrainiert haben, übergestülpt haben, wie auch immer, aufgrund von Prägungsmustern in der Kinderstube, in frühester Kindheit und dann später natürlich auch, hallo lieber Bernhard, und später dann natürlich auch im Heranwachsenenalter. Und so haben wir ja ein ganz gewisses Selbstbild von uns. Aufgrund dieses Selbstbildes senden wir ja entsprechend nochmal Gedanken nach außen. Und so erschaffen wir uns auch ja unsere Lebenswirklichkeit. So verhalten wir uns, so kleiden wir uns. So gehen wir einkaufen in gewisse Geschäfte. Und so bestimmt das ja letzten Endes unser Leben. So sind wir ja dahin gekommen, wo wir jetzt gerade stehen. Und darüber möchte ich mal mit dir sprechen. Wenn du jetzt in deinem Leben etwas verändern möchtest, wenn du weiter wachsen möchtest, wenn du den nächsten Quantensprung in deinem Leben machen möchtest, was auch immer das für dich bedeutet. Ich habe ja heute Mittag, war ich ja auch schon mal live, habe ich ja gleich schon angekündigt, auch wenn ich da Gefahr laufe, dass ich da noch mal ein paar Tränen fließen lasse, weil so hat heute ja morgen mein Tag angefangen, dass ich einfach so berührt war, weil ich heute Morgen ein Bild bekommen habe von meinem ja quasi Patenkind auf Bali, was mir gar nicht so bewusst war. Liebe Nicole, hallo, schön, dass du dabei bist. Und darüber habe ich heute Mittag ja schon mal ein Live gemacht. Ich will jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Schau es dir an, wenn dich das irgendwie anspricht. Du findest es hier ja in der Gruppe und ja, dann weißt du ja, worum es geht. Und was mich heute sicherlich auch so berührt ist, dass ich mir ja auch durch meinen Weg, den ich gegangen bin und wo ich dich ja auch eigentlich gerne begleiten möchte, dir den Leitfaden, das Navigationssystem anhand geben kann, dass du auch mal dorthin kommst, wo du wirklich gerne hin möchtest. Und das ist etwas, was mich heute nicht nur wegen dem Patenkind auf Bali so berührt, sondern eben auch der Geburtstag von unserer Tochter, weil das früher einfach auch Tage waren, die ein bisschen auch aus finanziellen Gründen herausfordernd waren. Je älter die Kinder werden, umso größer werden dann irgendwo nicht nur die Ansprüche, sondern du würdest ja gerne auch deinen Kindern das ein oder andere ermöglichen. Und das war früher einfach für mich immer eine große Herausforderung, finanziell einfach. Und das ist mir heute auch nochmal so bewusst geworden. Nicht nur, dass ich einiges an Geld einfach auch weiterfließen lassen kann, um andere Menschen zu unterstützen, sondern auch im Hinblick auf die eigene Familie, wenn der Geburtstag ist. Okay, wir waren jetzt lecker essen zusammen und dass man dann halt einfach auch sagt, wen möchtest du noch mitnehmen? Und dann lädt man da einfach mit ein und gestaltet den Tag einfach so, wie man das möchte und genießt halt einfach.
So, und jetzt kommen wir nochmal auf dein Selbstbild zu sprechen. Wenn du dich irgendwo hinbewegen möchtest, wie es deinem Herzen entspricht, wie du es wirklich möchtest, wie du im Außen wirklich deine Lebenswirklichkeit vorfinden möchtest, dann fängt das damit an, dass du dir jetzt schon vorstellst oder überhaupt dir mal ein Bild davon machst, die Nicole, der Bernhard, die Julia, euch drei sehe ich jetzt hier gerade. Ich habe sie, es sind mehr Zuschauer, aber die werden nicht alle angezeigt. Die neue Julia, der neue Bernhard, die neue Nicole, wenn sie ihrem Seelenplan folgen, wenn sie das machen, die Botschaft, die in dir drin steckt, wenn du die nach außen trägst, wie denkt die Nicole, wie denkt der Bernhard, wie denkt die Julia, wer auch immer hier jetzt noch zuschaut? Wie denkst du, wie verhältst du dich, wie agierst du, wie handelst du mit deinem neuen Selbstbild? Weil das ist so ein springender Punkt, der dich wirklich auch dorthin bringt, unter anderem mit deiner Gedankenkraft, wo du wirklich hin möchtest. Also mein Beispiel, du bist jetzt unzufrieden mit deiner beruflichen Situation und du bist unzufrieden mit deiner finanziellen Situation. Machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Du hast jetzt 1000 Euro im Monat zur Verfügung, was dich nicht ganz so deinen Lebensalltag so gestalten lässt, wie du es wirklich gerne möchtest. Sei es für dich, sei es für die Familie, für die Kinder, Partner, was auch immer. Und dann geht es jetzt darum, dir vorzustellen, wenn du 10.000 Euro im Monat zur Verfügung hast. Wie handelst du dann? Wie verhältst du dich dann? Wo kaufst du ein? An wen lässt du Geld weiterfließen, wenn du soziale Projekte zum Beispiel irgendwas unterstützen möchtest? Wie kleidest du dich? Wie ernährst du dich? Kaufst du vielleicht nur zu 100% im Biomarkt um die Ecke ein? In welchen Geschäften kaufst du ein? Was konsumierst du? Wie wohnst du? Wo wohnst du? Also indem du dir da jetzt schon mal dessen bewusst wirst, wie du dich verhältst, wie du dich fühlst, wie du dich denkst, wenn du zu der Person dich hinentwickelt hast, die du eigentlich sein möchtest. Wenn wir das mal von dem Betrag ausgehend machen, wenn du jetzt 1000 Euro im Monat zur Verfügung hast, und du würdest gerne zum Beispiel 10.000 oder wenn du jetzt 5.000 im Monat zur Verfügung hast, setz mal einfach eine Null hinten dran, du würdest gerne 50.000 Euro im Monat verdienen oder Umsatz machen. Das klingt vielleicht ein bisschen utopisch, aber schau mal, wenn wir nochmal das Beispiel von mir jetzt heute Morgen holen, was sich bei mir so entwickelt hat, was zunächst mal gar nicht in meinem Bewusstsein war, mit diesem Patenkind auf Bali ist heute Morgen bei mir sofort der Gedanke entstanden, okay, jetzt gibt es ein Patenkind in diesem Ort und das hat mich so sehr berührt. Mein Ziel ist es jetzt, 10 Patenkinder da entstehen zu lassen, 100 Patenkinder, vielleicht auch 1000 Patenkinder, vielleicht das ganze Dorf, das ich da unterstützen kann. Und dazu braucht es dann natürlich auch einen entsprechenden finanziellen Handlungsspielraum. Du brauchst sicherlich keine 50.000 Euro im Monat zu leben, haben. In dein Leben zu ziehen, um zu leben. Aber wenn es deine Intention ist, Menschen, Projekte zu unterstützen, dann braucht es halt mehr Handlungsspielraum. Julia schreibt, ich träume von einer Dachgeschosswohnung. Genau, Julia, sehr gutes Beispiel. Danke, dass du das hier teilst. Dann brauche ich jetzt nicht hier nicht eigene Beispiele zu nehmen oder irgendwas in der Fantasiewelt entstehen zu lassen. Visualisiere, stell dir mal bitte ganz genau vor, wie diese Dachgeschosswohnung ausschaut, falls du es noch nicht gemacht hast. Geh mal gerne auf pixabay.com zum Beispiel. Da findest du qualitativ hochwertige Bilder und 100 und 10.000 Euro Umsatz ab Dezember. Sehr schön. Bleiben wir mal noch bei der Dachgeschosswohnung, da gehen wir auf die 10.000 Euro Umsatz ein. Genau, sehr gut. Danke, dass du mir das Beispiel lieferst. Geh mal zum Beispiel auf pixabay.com,
Da findest du qualitativ hochwertige Bilder und da gibst du einfach mal Dachgeschosswohnung ein. Und dann suchst du dir einfach mal so die Wohnung aus, die so dem entspricht, wie sie in deiner Vorstellung einfach ist. Und das funktioniert, das kann ich dir sagen. Ich habe meine Wohnung auf Zypern auch visualisiert. Und letzte Woche bin ich auf eine Wohnung gestoßen, die genau in diesem Stil eingerichtet ist. Sie ist nicht in dem Ort, wo ich eigentlich hin will, nach Larnaca, sondern sie ist in Paphos. Da muss ich jetzt mal noch gucken. Aber das Universum, und das ist für unseren Kopf nicht erklärbar und auch nicht greifbar, das Universum liefert dir deine Realität. Also da bin ich letzte Woche ja wirklich fast vom Hocker gefallen, als ich diese Wohnung gesehen habe auf Zypern, die wirklich genau in dem Stil ist, wie sie auf meiner Zielcollage steht. Es funktioniert. So. Und dann gehst du einfach in dieses Gefühl immer und immer wieder hinein, die Julia, die genau in dieser Dachgeschosswohnung lebt. Wie ist er eingerichtet? Wie fühlst du dich, Julia? Wie kleidest du dich? Wie ernährst du dich in dieser Wohnung? Wie geht's dir, wenn du Familie hast, mit deiner gesamten Familie in dieser Dachgeschosswohnung? Geh da immer und immer wieder hinein. Und diese Julia, wenn wir jetzt nochmal diese 10.000 Euro Umsatz im Monat nehmen, wie geht die durch die Welt? Weil, wenn wir mal so durch die Straßen gehen und Menschen beobachten, die wirklich, ja, es klingt jetzt ein bisschen krass, aber die im übertragenen Sinne schon ein bisschen mit ihrem Leben abgeschlossen haben, weil sie einfach nur noch gelebt werden, quasi schon tot sind. Es klingt total krass, aber letzten Endes ist es so und irgendwann mal noch beerdigt werden. Wie laufen die durch ihr Leben? Die laufen nicht mit einem aufrechten Gang und mit strahlenden Augen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht durch ihr Leben, sondern die gehen eher gebückt und mit Mundwinkeln nach unten, um es mal so auszudrücken. So, und Julia, jetzt darfst du dir mal vorstellen, wie geht's dir? Wie fühlst du dich mit einem Umsatz von 10.000 Euro im Monat? Und das darfst du jetzt schon, in dieses Gefühl darfst du jetzt schon jeden Tag immer und immer wieder hineingehen. Das Universum wird dich dann die entsprechende Schritte auch gehen lassen, dass du dahin kommst. Natürlich, das Gefühl ist das eine und das ist auch wichtig, dass du immer wieder in dieses Gefühl hineingehst. Und letzten Endes, ich glaube, darüber habe ich gestern mit dir gesprochen oder mit euch hier, dass es natürlich auch darum geht, entsprechend ins Handeln zu kommen, sich also bewusst zu sein, auf die Impulse zu lauschen und die entsprechenden Handlungsschritte dann auch zuzulassen, dass du dich auch in diese Richtung dann bewegst. Das ist zum Beispiel auch etwas, jetzt weiß ich, mit Sabrina hatte ich da insbesondere im Detail drüber gesprochen. Freitag zusammen. Der Kurs, sie ist ja ausgebildet bei Bob Proctor, The Secret, sagt ja vielleicht was. Da geht es wirklich, das hier ist nur so ein ganz kleiner Teil auch davon, wirklich seine Gedanken so zu nutzen, dass wirklich alle kühnsten Träume zur Realität werden können. Und da ist so ein kleiner Teil davon, was ich dir jetzt schon mal weitergebe. Jetzt schon dein neues Selbstbild zu kreieren. Und das wird dich dann in diese Richtung lenken. Und da geht es wirklich einfach darum, dass du dir vorstellst, die Person schon zu sein mit 10.000 Euro Umsatz oder mit 50.000 Euro oder mit 100.000 Euro im Monat, wie die sich verhält, wie die sich kleidet, wie die denkt, wie die fühlt, wie die mit Geld umgeht, wie die ganz großzügig vielleicht auch, ja, wie nennt man es, Trinkgeld gibt oder Organisationen unterstützt. Das heißt nicht, dass du das jetzt in dem Stil schon machen musst. Fang einfach im kleinen Stil schon an, so wie es jetzt für dich möglich ist, aber verhalte dich entsprechend tendenziell schon so. Und dann wirst du immer mehr und mehr werden, wie das Universum in Aktion kommt und dir weitere Impulse schenkt, was ist zu tun, was kannst du anders machen,
Von welchen Dingen darfst du dich lösen, dass du genau zu der Person dich hin entwickelst? Was darfst du tun? Und dann wird das auch zur Realität. Dann wird das definitiv auch zur Realität. Das sind genau die Schritte, die ich ja auch die letzten Jahre gegangen bin, warum ich jetzt da stehe, wo ich jetzt stehe, weil ich einfach mit diesen Dingen einfach konsequent gearbeitet habe. Ja? Der Bernhard schreibt, so ist es bei mir, ich schließe meine Augen und sehe meine neue Bleibe innen und außen. Es fühlt sich einfach grandios an. Und das bis ins kleinste Detail, Wahnsinn. Gezeichnet habe ich sie in allen Himmelsrichtungen. Genau, sehr schön. Unser Gehirn, das denkt in Bildern. Und wichtig ist dabei, wenn du in diese Bilder, in diese Vision reingehst, Entschuldigung, dass du eben auch vom Gefühl her da reingehst, weil das ist letzten Endes unter anderem die Kraft, die du ins Universum aussendest. Und das Universum sagt immer, dein Wunsch ist dir Befehl. Und so erschaffst du dir mit deinen Gedanken, mit deinen Visionen, deine Lebenswirklichkeit im Außen. Und die Lebenswirklichkeit, die du jetzt gerade vorfindest, das hat auch eine gleiche, vielleicht bislang unbewusste Vision, wo du jetzt denkst, vielleicht, je nachdem, wo du gerade stehst, hey, das will ich ja eigentlich gar nicht so. Aber du hast es dir letzten Endes selbst erschaffen. Und das Gute daran ist, du kannst jetzt mit diesen Informationen, die du jetzt hier bekommst, hallo lieber Ingo, schön dich auch mal wieder zu sehen hier, du kannst jetzt mit deiner eigenen Vorstellungskraft, mit deiner Vision, indem du dir wirklich ein klares Bild davon machst, von deinem eigenen Selbstbild, indem du natürlich auch immer und immer wieder da dran bleibst. Das ist nicht mitgetan, dass du es dir jetzt heute Abend mal aufschreibst und mal 3 Tage damit arbeitest. Das ist wie der Sportler, der hier Muskeltraining macht oder Tennisprofi werden möchte oder was auch immer. Das ist ein ständiges Training, sonst erschlafft der Muskel wieder. Aber schau mal, wenn du dich dieser kleinen letzten Endes Aufgabe nicht stellst, eigentlich ist es simpel und einfach, hier eine Gedankenhygiene zu machen. Die Schwierigkeit dabei ist im Grunde genommen nur das Dranbleiben. Der Verstand, unser Denker, will immer gleich greifbare Ergebnisse haben, um Geduld zu haben und auch die kleinen Schritte einfach zu sehen und dich vor allem dafür anzuerkennen, immer und immer wieder, für die kleinen Schritte, die du auch schon gegangen bist, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du dir jeden Tag auf ein neues Mal bewusst machst, was du heute schon erreicht hast, für was du heute dankbar sein kannst, für was du dich heute anerkennen kannst, was du schon gemacht hast. Und dann wirst du einfach feststellen, wie schnell das Universum auch da in Bewegung kommt und dir deine Lebenswirklichkeit im Außen erschafft, indem du natürlich auch die Bereitschaft hast, wirklich alles das loszulassen, was dich bislang daran gehindert hat, dieses neue Leben dir zu kreieren und diese entsprechende Energie und Bewusstsein und diese entsprechende Energie und das Bewusstsein auch zu sein und anzunehmen, das dich dann dorthin führt, wo du wirklich hin möchtest. Okay? Bernhard, darf ich noch einen Tipp geben, ein Zieldatum vergeben? Ansonsten ist Zeit unendlich. Oder, jein. Das kommt drauf an, was für ein Typ man ist. Also manche Menschen funktionieren wunderbar damit, dass sie sich sagen, 31. Dezember, 10.000 Euro Umsatz habe ich in diesem Monat. Das darfst du selbst für dich entscheiden. Wenn du der Typ bist, dass du dann sagst, da setze ich alles dran, das habe ich am 31. Wunderbar. Ich persönlich gehöre nicht unbedingt zu denjenigen, die so ein fixes Datum sich setzen, weil bei mir ist irgendeine Instanz dann nochmal aktiv, die, ja, wie soll ich das sagen, die, wo ich mich selbst so ein bisschen unter Druck setze. Ich sage da mehr, der Weg ist das Ziel. Für mich ist es außer Frage, also als ich so auf dem Weg mal 10.000 Euro im Monat Umsatz zu machen, ich habe halt einfach gemacht
und habe mich da führen und leiten lassen und war, ja, auch, bin ja immer in Programmen drin und habe ja auch heute immer noch Mentoren an meiner Seite. Das kann ich mir ohne Mentoren an meiner Seite gar nicht vorstellen. Und als ich dann zum ersten Mal Revue abpassieren lasse, was ich da innerhalb von 4 Wochen an Umsatz gemacht habe, da waren das viel, viel mehr als 10.000. Aber ich habe halt einfach gemacht. Nur wenn ich jetzt sage, innerhalb von 4 Wochen muss der Umsatz da sein. Ich persönlich tick nicht so. Also ich setze mir Umsatzziel. Mein Umsatzziel, das liegt jetzt im sechsstelligen Bereich. Und ich weiß, dass ich das erreiche. Aber ich kann mir da jetzt kein Datum setzen. In 4 Wochen habe ich das. Also da darf man es für sich herausfinden, was fühlt sich für dich gut an. Und dann gilt es einfach auch, diesen Weg zu gehen und unerschütterlich an dich zu glauben, dass du weißt, das ist möglich, dass du dich natürlich je nachdem, ich meine, um 100.000 Euro im Monat Umsatz zu machen, da bedarf es natürlich anderen Aktivitäten als 50.000 oder 10.000 Euro im Monat Umsatz zu machen. Da mögen Dinge auf eine andere Art und Weise einfach umgesetzt werden. Und da geht es einfach natürlich darum, auch diese Handlungsschritte zu tun und zu wissen, ich erreiche das. Und wenn es jetzt nicht jetzt zum Ende des Monats ist, dann ist es zum Ende nächsten Monates oder eben auch in 3 Monaten eben. Natürlich auch nicht unbedingt erst in 10 Jahren. Aber du weißt, innerhalb einem gewissen Zeitraum erreichst du das und finde da einfach für dich heraus, was für dich stimmig ist. Wenn du dir so ein kurzes Datum setzt und du ziehst das durch, wenn du der Typ bist, das sind so die blauen Typen, wie man die so schön nennt, wunderbar. Wenn dich das eher so total unter Druck setzt und dann eher so gar nichts geht, dann setzt dir das Ziel, dass du das in einem Zeitrahmen, zum Beispiel von einem halben Jahr, erreichst und dann wird das auch so sein. Aber das Visualisieren und gefühlsmäßig da reingehen, das ist mit das Wichtigste. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir jetzt darüber klar wirst, schon über dein Selbstbild, welche Person du bist, zum Beispiel mit 10.000 Euro Umsatz im Monat. Ja? Okay. Hallo liebe Marianne, Regine, hallo liebe Silke, schön euch zu sehen. Gut. Seelenfreude-Challenge, Tag 6, das ist das, was ich dir heute somit als Aufgabe mitgeben möchte, kreier mal dein eigenes Selbstbild, wo du hin möchtest, welche Person du zum Beispiel in 6 Monaten bist oder mach's am Umsatz fest, wie auch immer du das möchtest oder wie du dann lebst, geh gefühlsmäßig da rein und immer wieder, Tag für Tag, hab dieses Selbstbild für Augen. Kleide dich so, beginn dich so zu kleiden, beginn dich so zu bewegen, hab einen aufrechten Gang, genauso wie diese Person dann eben auch ist. Und dann wirst du staunen, wie schnell du einfach da bist. Ja? Okay. Alles Liebe, wir sehen uns morgen nochmal um 9 Uhr. Hier in neuer Frische, hab viel Freude dabei, dein Selbstbild zu kreieren. Ganz liebe Grüße, bis dahin, ciao, ciao.